Weltreisetagebuch, Tag 963. Ja, die Tage vergehen und in den letzten Tagen haben wir wieder schöne Eindrücke gesammelt. Hier den Blick über dem Ortasee, wenn man hochfährt, der Blick runter. Wir sind nach, wie heißt das nochmal, Christoph? Varallo. Nach Varallo gefahren, in dieses schöne Tal rein. Da waren wir letztes Jahr schon mal in Varallo, sind hier auch nochmal kurz durchgebummelt. Diese schönen alten Häuser, die Gassen auch hier in dieser Stadt. Und diesmal haben wir uns entschieden, wir fahren noch ein Stück weiter ins Tal rein, bis ans Ende des Tals, wenn man uns das empfohlen hatte, dass das sehr schön sei. Wie gesagt, hier immer noch in Varallo. Und dann ging es erst ganz breit ins Tal rein. Es wurde immer schmäler, viele Häuser mit diesen Steinen und viel diese Steinbrücken auch. Da habe ich nur leider vergessen, Fotos zu machen. Wir haben einen kurzen Halt gemacht in einem Dorf, wo gerade so ein kleines Fest war oder wie sagt man denn, keine Ahnung, so Stände hatten sie da, der Obstwagen im LKW, viele Ziegen dahinter und wir sind dann bis ans Ende gefahren und es war leider dann schon, ich glaube 16:30 schon, so dass wir nur noch eine kurze Runde gemacht haben am Wasser entlang, aber wunderschön. Wie hieß dieser Ort ganz hinten? Alanya. Tal, wer ist? Ja, wie man es auch immer ausspricht, gell, das Tal. Alanya. Hier oben haben wir noch kurz eingekehrt. Herrlicher Blick. Ein Traum. Das Wasser schön frisch. Bergwasser halt. Und dann sind wir durch das Alanya noch ein bisschen durchgebummelt. Auch ein kleiner, netter Ort. Mit viel, viel Blumenschmuck. Rosen noch, die dort geblüht haben und abends habe ich eine Maske mir gegönnt. Das habe ich auch gebraucht. Ja, und dann ging es noch, haben wir einen nächsten Ausflug gemacht in das Aostatal. Der erste Eindruck war jetzt gar nicht so besonders, aber es wurde dann immer schöner. Hier in Aosta war der erste Halt, auch hier ein bisschen durch die Stadt durch. Schaut hier aus wie eine Kapelle, war eine Eisdiele. Hier in der Fußgängerzone relativ wenig los und da sind wir mittags ein bisschen durchgebummelt, haben uns hier den Ort angeschaut, bevor wir dann weiter ins Ende des Tals gefahren sind. Übrigens auf dem Weg dorthin gibt es unglaublich viele schöne Burgen, also eine Burg nach der anderen, viele Weinanbaugebiete, wirklich sehr im Hang drin. Und das war jetzt schon, wie hieß denn der Ort ganz hinten an? Courmayeur. Kurz vor dem Mont Blanc. Hier sieht man Mont Blanc da hinten. Das hat man auch gemerkt, da war es dann auch etwas frischer schon. Frisch ist gut gesagt. 25 Grad von über 30. Und hier unten ein Foto von Petenasco, ganz kurz am Ortasee. Ja, dann waren unsere Patenkinder zu Besuch, ein paar Tage, wie letztes Jahr auch. Wir haben mit ihnen einen Ausflug gemacht nach Stresa. An sich wollten wir oben die Sommerrodelbahn fahren. Es hat geregnet in Strömen, aber hier unten kein Regen. Wir sind ausgestiegen, durch die Stadt ein bisschen gebummelt, diesen Kletterbaum ausprobiert. Und du siehst es hier alles, Wolken verhangen, aber kein Regen. Der Frühstückstisch ist übergequollen von Obst und Süßigkeiten. Und wir haben einen Ausflug gemacht nach Domodossola. Da ist ja mal am Samstagmarkt. War mal auch letztes Jahr schon ein sehr schöner Ort. Und ja, sind ein bisschen durch Domodossola noch durch, weil auch am Samstag hat es im Ortasee in Strömen geregnet. In Domodossola war es sehr, sehr angenehm von der Temperatur. Solange wir draußen waren, trocken. Als wir ins Auto reingesessen sind, hat es wieder angefangen zu regnen. Hier sind die Stände sehr weit auseinander. Ich denke auch aufgrund der aktuellen Situation. Und es sind wenig Leute unterwegs. In Omenia selber ist ja Sankt Vito gewesen an sich. Ist dieses Fest eine Woche lang mit Feuerwerk. Das war heuer abgesagt. Und auch ansonsten war es jetzt sehr ruhig. Hier nochmal von diesem kleinen Hotel in Petenasco aus. Da hatte ich mein Geburtstagsgeschenk noch und ein anderer Gast hatte tatsächlich Geburtstag zu der Zeit. Hier sieht man die tolle Geburtstagstorte, die hatte schon echt lecker ausgeschaut. Ja,
Da waren wir noch jetzt kurz, bevor es dann weitergeht, Richtung Neapel, Sizilien runter. Noch ein letzter Blick auf den Ortasee. Ja, ich wünsche dir einen traumhaft schönen Tag. Liebe Grüße.